Oh oh. Oh Gott. Yep. Alter, was hat der für ein Problem? Whatever you say, buddy. Unfortunately, for hitting my friend, I'm going to kick the shit out of you. Oh ja. Erledige den Hasser, Alter. Einfach den Hater. Und der Typ hat also ein Problem mit unserem homosexuellen Freund. Dem hauen wir jetzt einfach mal in die Fresse, was... Ich weiß nicht, ob das die... Ob das die beste Botschaft ist, aber irgendwie schon. Wir haben echt ein schnelles Gerät hier. Vor so einem Mofa. Okay, dann verfolgen wir mal. Soll ich den anschießen? Oh Gott. So. Soll ich den jetzt einfach verfolgen oder kann ich den anschießen? Ich lese ihn mal kurz. Erledige ihn. Okay, dann. Oh Gott. Bah. Oh oh. So, du Arschloch. Okay. Du Arschloch. Oh Gott. Wir müssen abhauen. Nein. Er ist einfach mit dem Mofa verfolgt und getötet. Das ist super. Ich freue mich. Okay, wir holen jetzt Bernie ab. Aber zuerst müssen wir erstmal ein bisschen Abstand gewinnen. Behaupte ich mal. Alter, was geht denn hier ab? Ah, na komm, na komm. Vielleicht werden wir sogar noch die Bullen los. Ja, natürlich. Wäre ja zu schön gewesen. Ich hole ihn gleich ab. Ach du Heilige, ey. Na, ist ja kein Wunder, wenn wir ihn jetzt einfach so abknallen. Etwas radikal, aber nur schön. Ich beschwere mich nicht. Ich habe ja mal einen Spaß. An die Mission habe ich mich auch noch erinnert. Im Übrigen. Na, toll. Toll. Oh Gott. Geht denn ab mit den Bullen? Der ist da vorne, oder? Ja, okay. Na komm, Nico. Wir sind dann ein bisschen unsere... Wir haben keinen Sprintsaft mehr. Los. Ich brauche Sprintsaft. Oh Gott. So, jetzt können wir wieder ein bisschen ran. Da vorne ist er auch direkt. Und wir holen ihn jetzt ab und machen dann auch gleich die nächste Mission. So, zieht sich jetzt natürlich ein bisschen da vorne. Ja, da vorne ist er. Okay. Sauber. Die Bullen sind direkt hinter uns, ne? Yep. Großartig. Nein, 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 nein. Oh. Au. 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 Doppelau. Hallo. Jetzt steig ein. Steig ein. Steig ein. Geil, die schießen einfach einen. Bring Bernie zu Perseus. Okay. Au. Nö, ich fahre jetzt erstmal weiter. Oh mein Gott. Okay. Und wieder eine spannende Verfolgungsjagd. Mit Rafinov. Oh Gott. Ist das eine gute Idee? Eigentlich nicht. YOLO! Oh Gott. Das wäre fast schief gegangen, Leute. Keine gute Idee. So. Und wir fahren natürlich weiter. Wunderschöne Musik, Romans. So. Ja, 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 weiter, 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 weiter. Komm, da kommen wir rüber, da kommen wir rüber. Jawohl. Haters gonna hate. Haters gonna hate. Wir haben die Hater getötet. Geht natürlich auch so. Also Leute, wenn ihr nächstes Mal einen Hater habt, auf YouTube, dann bringt den... Okay, nee, lassen wir das. Das darf ich hier, glaube ich, nicht sagen. Ihr wisst schon, was ich meine. Man kann es auch friedlich lösen. Aber der Typ wollte es auch nicht anders, der... unseren guten Bernie hier... einfach töten wollte, wie why ever, weil er ein Problem hat mit Homos. Tja, es gibt schon komische Menschen. Ach Mann! So. Huh, da sind wir sie losgeworden. Ich bin dann immer irgendwie still, weil ich innerlich die Daumen drücke, dass wir die Bullen loswerden. Das hätten wir auch erledigt. Und jetzt fahren wir schnell nach Hause und machen dann gleich die nächste Mission. Wir haben ja noch eine Menge zu tun wieder.
Okay. Okay. Das war der Perseus. Können wir das nächstes machen? Ach, wieder Bernie. Ich würde erst zu Derek gehen. Sonst noch irgendwas? Anscheinend nicht. Hier kann ich nicht durch, ne? Das sieht echt komisch aus. Na schön. Dann nehme ich gerade mal ein Taxi und fahre dahin. Ah, wir haben doch noch was zu tun. JJ? Ich sehe das manchmal gar nicht. Hier. Jimmy, okay. Ich sehe das manchmal gar nicht direkt auf der Karte. Taxi, Taxi, Taxi. Taxi, da. Ach, natürlich. Wieder 5 Taxis auf einmal. Okay. Und wir machen jetzt direkt weiter. Und machen die nächste Mission. Okay, dann sehen wir mal, was wir wieder bei dem zu tun haben. Tunnel of Death. Alright, boy? Yes. Good. How do you do it? I went into a situation full of optimism, full of naivete. I got burnt. Look at me. Like smack on a fucking spoon. Well, how do you manage? I don't know that I got off so lightly. We all got Oh god. Aiden O'Malley. What about Aiden O'Malley? I heard he's being moved. Maybe this is our time. Put all this crap to bed. Get off the drugs. Live with the memories. Aiden's being moved by Van from the bacon factory. He's been talking shit about me. Back to the Albany State Correctional Facility. Please, Nico, boy. Just this last one. Please. Sure, Derek. You and me. Insane. The same. Ah, naja, irgendwie tut er mir schon leid. Tja, Leute, und so können die Drogen einen kaputt machen. Also, das war jetzt erst gemeint. Hier ist übrigens auch so ein Telefon, die können wir nicht einfach so nehmen, ne? Peggy ruft an. Nico, I hear my brother Derek is asking you to ice his old drinking buddy Aiden O'Malley. Yeah, he has. What's the big deal? O'Malley is in government custody. He's got more police protection than the mayor. I left a truck with a rocket launcher in it for you in an alley. Off of Applewhite in Alderney City. A truck with a rocket launcher in it. What am I meant to do with him? Who knows? Anyway, the convoy with O'Malley in it has to go through the Booth Tunnel. You're gonna get there first and block the road with your truck. I'm gonna come in from the rear and block them that way. Pick up the truck and give me a call. Hold den Truck. Okay. Da kann ich nicht einfach so dran telefonieren, ne? Nee. Hm. Okay, dann fahren wir da gerade mal schnell hin. Taxi, Taxi, Taxi. Taxi. So. Ich glaube, der muss manchmal hier die Welt nachladen, deshalb gibt es einen ganz kleinen Haker. Wobei die früher irgendwie auch nicht aufgetreten sind, komisch. Hm, naja. Dann machen wir das gerade mal schnell und töten den. Meine Güte, ey, was die uns hier mal für Aufträge geben. Weißt du, wir sind einfach so der mega Auftragskiller. Wir können ja alles erledigen, ne? Muss man sich mal überlegen. Aber klar, wir haben auch so ein bestimmtes Honorar. 11.000 pro Auftrag. Oder mehr. Ist jetzt hier irgendwo ein Taxi? Ihr sagt doch, wenn man mal eins braucht, dann findet man gar keins. Schicker Wagen. Da ist eins! Geil, der hat mich sogar noch gesehen. Okay, dann steigen wir da gerade schnell ein und machen das. Ich hoffe, ich krieg das hin. Ich bin sehr gespannt. Nein, jetzt! Halt doch ran! Mann! Fährt er sogar noch weiter. Okay. Ab zum Zielort und dann gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. An die erinnere ich mich, glaube ich, sogar auch noch. So langsam kommen echt die Erinnerungen hoch. Ich weiß nicht. Aber jetzt auch schon so, naja, wir sind ja schon an der Mitte vorbei. Wir sind schon Mitte bis Ende des Spiels, sage ich mal. Ach ja. Okay.
Ah, wir rufen erst Paket an. Lade. Punkt, Punkt, Punkt. Alright, I've got the truck. When we have him blocked in, we take down the escort and make off with the prisoner. Why don't we just kill the fucker there and then? That's probably what Derek would have told you to do in his smacked out state. Problem is, he's the first one they talk to if that happened. We gotta make this look like a prison break. Great. They're leaving the old cop shop now. Should be at the booth tunnel soon. Blockier den Booth Tunnel. Ah, ich glaube, das ist es der Unterwassertunnel, der so richtig cool ist, den ich so mag. Kann sein, wir gucken mal. Ich fahre da jetzt gerade mal hin. Ich hoffe mal, da brauchen wir nicht allzu lange. Da vorne ist eine Rampe, die nehmen wir mal besser nicht. Okay, ist nicht so weit weg. Gut, dann machen wir das gerade mal. Also, ich weiß nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte das Spiel so ein bisschen mehr eintönig in Erinnerung. Nicht, also nicht so eintönig, dass es langweilig wäre, sondern eher so, dass es oftmals die gleichen Missionen sind. Aber je länger ich das jetzt spiele, stimmt das eigentlich gar nicht. Also die Missionen, die sind eigentlich immer komplett unterschiedlich. Klar, es kommen öfters mal Verfolgungsjagden vor, das ist schon relativ oft, aber so die letzten Missionen waren total abwechslungsreich. Okay. Also manchmal laden die Texturen hier irgendwie echt nicht richtig. Schade, schade. Dass die PC-Version nicht so super ist. Aber es gibt Schlimmeres. Meine Güte. First World Problems. Und wir sollen die Strecke da drüben blockieren. Jawohl, das machen wir gar natürlich. Parke den Truck über den zwei Markierungen, um den Tunnel zu blockieren. Na. Hier meine Fast Skills. Moment. Jawohl. Passt. I'm in position, Peggy. All right, man, we're coming to you. Take out the escort, but keep Derek's pal alive. Krass, schon eine große Aktion auf jeden Fall. So, jetzt ist natürlich hier die Strecke blockiert. What's this jerk think he's doing? Hey, Mitch, can you find out what this guy's up to? Da sind wir ausgestiegen und jetzt geht's los. Oh Gott. Alter Schwede, sind das viele. Das ist echt nicht ohne. Ja, ich merk's gerade. Okay, bloß aufpassen. Da kommt schon einer an, ey. Oh Gott. Nein, dreh dich um. Heilige. So, Headshot. Bin ja dabei. Naja, das ist nicht so die gute Position hier. Da ist doch noch irgendwie... Ach da, okay. Da kann ich ihn sogar erwischen. Ja, jawohl, jawohl. Die haben natürlich Schutzwesten an. Oh Gott, der brennt. Der brennt ja. Okay, die Mission läuft weiter, war jetzt anscheinend nicht so schlimm. Ah, das ist wahrscheinlich ja da hinten, okay. Sind ja noch zwei da? Hä? Ach, das sind noch zwei. Okay, jetzt verstehe ich das erst. So. Achso, oh, das war Pecky. Erstmal Pecky anschießen. Okay. Ja, gut. Hier noch eine? Okay, jetzt habe ich's. So, ich dachte, der hatte gebrannt. Okay. Da sehen wir schon. Okay, hatten wir erledigt. Ich bin beeindruckt. Das ging nämlich jetzt schon ordentlich ab. Warte auf Pecky. Deppe bei stehen. Achso. Frankie's Boys. Get rid of this attention, Nico. We don't want anyone after us while we're doing what we gotta do. Sitzt er da drin? Ach, das ist da hinten drin? Okay, ich fahr einfach mal. Passt schon. Oh Gott. Leichter gesagt als getan. So. Da kommen sie schon angefahren. Wir sind auch nicht gerade schnell am Start. Also das wird jetzt erstmal eine Aktion, die Bullen loszuwerden. Ganz los mit dem Wagen.
Das ist nicht so einfach, Leute. Oh Gott. Wenigstens halten wir relativ viele aus. Oh Gott. Großartig. Okay. So, Leute, nicht wundern, dass ich gerade etwas ruhiger bin. Ich muss mich jetzt erstmal hier orientieren, wie ich jetzt... Oh Gott, drei Sterne, wie ich da jetzt die Bullen loswerde. Das wird echt eine Tortur. Na, super. Da müssen wir jetzt erstmal abbiegen, weil da eine Baustelle ist. Bei der Baustelle müssen wir übrigens auch mal eine Mission machen, aber ich glaube, das war in einem der GTA 4 DLCs. Also Add-ons, ihr wisst schon, wie ich es meine, mit DLC, also mit den größeren Stories. Was ja eigentlich schon an sich eigene Spiele sind. Anorax. Ach Mann, ey, das sind jetzt direkt wieder die... Ja, toll. Das Spiel macht es einem manchmal echt nicht einfach. Also gut, wäre ja auch doof, wenn es zu einfach wäre, aber... An manchen Stellen finde ich es dann doch ein bisschen schwer. So. Ach Mann. Ich sehe, hier kommen die Wagen. Weil der Polizeiwagen, den wir gerade fahren, so riesig ist. Das Problem ist, wenn ich jetzt weiterfahre, dann kommen da wahrscheinlich gleich wieder Bullen. Zudem muss ich da jetzt eh gleich abbiegen. Ja, kommt halt. Oh Mann, lass mich mal vorbei. Das wäre jetzt echt schön, wenn wir sie jetzt loswerden. Komm. Jawohl! Jawohl! Ah, na endlich. Heilige. Meine Güte, beschwer dich mal nicht. Entsorge den Truck beim Ding. Verstanden, ne? Entsorge den Truck bei. An dem ruhigen Ort. Hä? Okay. Wird schon passen. Wo ist denn das? Oh Gott. Oh Gott, das ist jetzt erstmal ein Weg. Okay, Leute, wir sind die Bullen los. Das war wieder eine Tortur. Es dauert immer am längsten, die Bullen loszuwerden. Aber ich denke, wir haben das Schwierigste hinter uns. Weiß ich jetzt nicht, aber wird schon passen. Wird schon passen, Leute. Jetzt am besten nicht irgendwelche Bullen rammen, sondern... Mann. Einfach mal gucken, dass wir das hinkriegen. Und hier hinten drin sind natürlich ein paar Gefangene. Pecky sitzt aber nicht neben uns, komischerweise. Der sitzt, glaube ich, hinten drin. Wahrscheinlich, keine Ahnung. Voll krass, ey. Befreien wir erstmal die Gefangenen. Oh Gott, Bullen. Ist irgendwie uncool jetzt. Ach Mann. Komm ich denn da jetzt? Ich will die Bullen nicht wegkommen da vorne. Wenn wir jetzt die Bullen da rammen, dann haben wir wieder die Arschkarte. Jetzt muss ich echt mal aufpassen. Okay. Find schön, wenn die Frauen da einfach random anfangen zu schreien. Okay.